Wir werden Knuspertoast finden, zusammen mit unserem Spürhund. Ich glaube, der Hund riecht schon etwas. Ich rieche eine Schwuchtel in der Nähe. Na dann, Männer, rein in die Höhle. Das klingt ja fast wie Montana Black. Quatsch, Knuspertoast wird da drin sein. Ich habe Angst. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wir sind jetzt bis in die Antarktis für diesen Fisch gereist. Knuspertoast! 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 Ich bin aufgewacht. Was ist passiert? Ich war so lange weg. Vielleicht sind ja die deutschen YouTube-Trends besser geworden. Wieso, ne? Ich habe mal eine kurze Frage, ne? Würdet ihr euren Arsch anfassen lassen für 200 Euro? Euer Arsch, Arsch. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber da schaue ich ja lieber Simon Desi und seiner Freundin zu. SOS, Affenalarm. Simon, do you like my fat nipples? Ich bin Deadlift die Soße. Zuallererst solltet ihr erstmal etwas Gesundes essen. Wie wäre es mit einem Hotdog? Ich weiß nicht so recht. Jetzt sei keine verfickte Spaßbremse und ess das Hotdog, Schätzchen. Ja? Nee, ich hab irgendwie gar keinen Bock. Davon kriegst du aber Muckis. Guck mal, so läuft das, Alter. Verdammte Scheiße, ich möchte kein Hotdog. Warum soll ich es überhaupt essen? Weil du dann deine Freundin besser ficken kannst, du Idiot. Aber jetzt mal im Ernst. YouTube Deutschland ist komplett im Arsch. Wir leben in einer Zeit, in der Unge nur noch Reaktionsvideos macht. So gesehen am Arsch der Welt. Der Roffel, der Mann. In Deutschland sind bei einem Zugunglück zwei Menschen ums Leben gekommen. Und wir leben in einer Zeit, in der ein YouTuber namens Seo bei jedem verfickten Video Top-Comment ist. Ohne Scheiß, letztens waren den YouTube-Trends auf Platz 7 ein 10-Sekunden-Clip von einer verfickten Ampel. Weißt du, genau deshalb liebe ich YouTube Deutschland. Spoiler, sie wird grün. Ja, es war echt ein geiles Let's Play, ich freue mich schon echt auf den zweiten Part. Aber nicht nur Ampeln waren in den Trends, sondern auch ApoRed. Wisst ihr warum? Weil er im Knast gesessen hat. Ja, moin Leute, Apos auf Trocken am Start, meine Freunde, mit einem weiteren Video. Heute kommt das Statement. Immer dieser emotionale Hintergrundbeat, damit auch der dümmste Zuschauer merkt, dass es jetzt ernst wird. Zwei verfickte Wochen im Gefängnis und dann so tun, als hätte er jahrelang gesessen. 15 Tage Knast, 23 Stunden Zelle. Ich hatte zwei Wochen lang kein Handy, keine sozialen Netzwerke. Alle Leute haben nachgefragt, wo warst du, wo bist du, wo steckst du. Wichtig ist, dass ich erstmal mich auf den neuesten Stand bringe. Ich meine, versteht mich nicht falsch. Gefängnis ist eine Scheißerfahrung, auch ein bisschen creepy, da sind wir uns alle einig. Niemand will freiwillig in den Knast. Besuchen Sie uns noch heute in unserem Hotel Schwedische Gardine. Liebevoll eingerichtete Zimmer, leckeres Essen und freundliche Mitbewohner. Okay, wir wollen nicht in den Knast. Aber man muss dann auch nicht übertreiben, wie schlimm oder hart es war. Ich mache auch nicht so ein Video hier. Jo Leute, ich habe eine harte Zeit hinter mir. Ich habe zwei Wochen lang gesessen. Auf der Toilette. Ich hatte zwei Wochen lang Durchfall gehabt, Leute. Ich hab dann halt immer geschissen, ja, also es kam Scheiße aus meinem Arsch. Aber ich habe mich dann erstmal wieder auf den neuesten Stand gebracht, ja. Dreilagiges Toilettenpapier. Ich kann ApoRed verstehen, aber er muss auch echt nicht übertreiben. Das waren jetzt zwei Wochen. Es waren zwei perfekte Wochen. Ich war zum Beispiel ganze 5 Monate lang inaktiv gewesen und das ist nochmal eine ganz andere Zahl. Aber warum eigentlich? Nun, alles begann, als ich und dann habe ich die Chips gegessen. Gmail-Pornos. Gib diesem Video einen Daumen nach oben oder dieser Pinguin steckt seinen Schnabel in deinen Arsch.